Recht herzlich willkommen zur 13. Folge von Aborion. Ja, wir sind hier unterwegs und müssen jetzt mal gucken, dass wir hier vielleicht noch irgendwie ein oder andere Metall finden. Aber hier sieht das nicht unbedingt so aus. Was ist das? Der leuchtet zwar auch, aber das ist nur ganz normales Eisen. Eisen wollte ich jetzt nicht unbedingt sammeln. Jetzt müssen wir mal schauen, wo war denn hier der... Ich habe letztens... Da hinten ist. Okay, da wollten wir hin. Gut, dann schauen wir mal, ob wir da in den... Asteroidenhaufen, keine Ahnung, Planet explodiert oder sowas, so sieht das ja aus, ne? Machen wir mal ein bisschen schneller, oder? So, gucken, ob wir hier irgendwo was sehen. Sieht aber gerade auch nicht so aus. Was ist das für ein... Mobile Ressourcen? Ah, da sollten wir vielleicht mal gerade kurz vorbeischauen, ob der für uns noch was hat, was von Interesse sein kann, ne? Lass mal mit F erstmal reingucken. Gibt es hier etwas Interessantes? Materialienhandel, wo ist dein Heimatsektor? Ja, Materialienhandel könnten wir so machen, aber ja, was bringt uns das, ne? Eisen können wir verkaufen, ne? Verkaufen wir 5000. Das ist ja schon, will er gar nicht haben. Ach so, ich muss andocken, ja klar. Okay, dann wollen wir mal gerade gucken, dass wir zu ihm hin aufschließen. Hat er irgendwo Docking Ports? Hallo? Jetzt geht es jetzt. Ja, jetzt geht's. Okay, damit sind wir wieder ein paar Credits reicher geworden. Reichlich sogar, wie man sieht. Hat er noch was anderes? Nee, ne? Tropfen hat einen Artefakt dabei. Okay. Ich dachte, es sei vielleicht von der Xotan, aber das ist... Okay. Danke. Wo ist dein Heimatsektor? Ja, ganz, ja, okay, aber Piraten greifen den Sektor an. Das bedeutet, wir sind jetzt erstmal raus aus der Geschichte. Einfach aus dem Grunde, weil dann könnte es auch zu heiß werden. Da ist nämlich schon der erste Pirat und die greifen den an. Wo sind sie? Da unten irgendwo. Aber das sind zu viele. Ich glaube, da machen wir mal gerade die Biege. Ne, das ist jetzt nichts für uns. Da haben wir mit dem zwar eine Unterstützung in dem Sinne, aber ich glaube, wir sind nicht stark genug, um das da irgendwie anzugehen, oder? Wir sind jetzt doch schon 13 Kilometer weg. 13, 12. Das wäre unser Gegner hier. Können wir gerade auf Automatik gehen. Und dann gerade vorbeischauen. Ob da was geht oder nicht. Aber ich glaube eher nicht, ne? Ich weiß auch nicht, aus welcher Reichweite wir da angreifen würden. Ich würde dem da unten ja schon gerne helfen, ne? Okay, da geht die Automatik los. Die trifft auch ganz gut, ne? Wenn wir näher dran sind, sind aber die Treffer größer, oder? Ey, nicht in einer. 2, 3 machen wir erstmal aus. So, jetzt geht's da weiter. Da hat es auch gerade einen Knall gegeben. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht angegriffen werden. Die greifen ja momentan den da unten noch an, ne? Und wir greifen gerade 2 sogar an, ne? Auch interessant.
Ich glaube, den unter uns, den direkt vor uns, den haben wir schon unfähig geschossen, ne? Die greifen noch da unten an. So, jetzt kommen, glaube ich, die Treffer auf uns. Also den machen wir jetzt hier mal gerade kaputt. Das ist definitiv Fakt. Gut, der nächste bitte. Ich glaube, jetzt sind wir dran. Ne? Aber den machen wir jetzt hier auch platt. Das sieht doch gut aus, oder? Der ist gleich auch hinüber. Waren zu nah dran, ne, gerade. Und jetzt bitte einmal kabum und dann ist er hin. So. Ich sehe jetzt gerade keinen Feind mehr. Doch hier ist er ja schon. So, jetzt ist die Frage, wer schneller drauf geht, ne? Ich glaube, der beschießt uns nämlich. Da ist der auch Geschichte. Da ist noch einer. So, und der war es dann auch, ne? Ich glaube, das ist erledigt, oder? Jetzt können wir noch was einsammeln. Lauter Klamotten liegen hier rum. Ich denke, das war ganz erfolgreich gerade, oder? Wir haben da jetzt doch eine schlagkräftige Einheit gebildet. Der lebt noch, das ist auch gut. Die sind natürlich relativ gut geschützt. Oh, da hinten fliegen wir auf jeden Fall noch hin. Da liegt ist noch so ein besonderes Teil. Gut. Das gefiel mir ja jetzt sogar, ne? So, dann den Dreier an und dann wollen wir mal gucken, dass wir abwracken, oder? So, da war noch so ein Teil. So, das ist schon mal weg. Da ist auch noch so ein Einzelteil. Ist weg hier. Ah, da ist noch eins mehr. Das, was sich jetzt gerade füchtlich schnell dreht. Warte mal, die 1 muss noch aus, sehe ich gerade. Wieso kriegen wir den jetzt nicht? Komm schon. Na komm. Da ist er. So, jetzt hier weiter. Was sind das für Teile? Das ist jetzt nur hier Eisen, ne? Oh, da kommt aber gerade schon was Schickes raus. Nicht verkehrt, ne? Haben wir aufgesammelt. So, jetzt bitte hier mehr von dem Zeug. Das macht doch einen ganz guten Eindruck, oder? Ich glaube, der Abbaulaser, den wir hier haben, der ist jetzt prickelnd gut, oder? Na,
fliegen so viele Kleinteile rum, das ist schon krass. Und dann haben wir auch noch zwei. Was ist das denn? So. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, aber diese Teile alle, ich glaube, die nehmen wir gar nicht mit. Wir holen uns nur die großen Sachen, oder? Ich den jetzt kaputt machen. Was kriege ich dann? Das ist die Frage, ne? Nix oder so? Wird angezeigt, nix, ne? Ist nur aufräumen sozusagen, oder wie? Ja. Pixel genau muss man da auch noch treffen. Das gestaltet sich dann schwierig, ne? Das ist was Größeres. Hier fliegen aber immer noch Teile rum. Kriegst du gar nicht, ne? Überall sind sie. Ich kümmere mich mal um die größeren Sachen, ne? Gehen wir da mal hin. Oh, das. Das gibt jetzt auch Eisen, wie man gerade gesehen hat. Ja, da gibt's was. Ja, das ist Fummelkram, ne? Bringt nichts, diese kleinen Teile können wir erstmal weglassen. So, da ist ein größeres Wrackteil. Ja, der war der schnelle Dreher vorhin, ne? War da was Besonderes? Nein. So, von unten anfangen. Da gibt es jetzt auch, sag schon, Titan. Das ist dann schon schöner, ne? Wertvoller. Legen wir mal näher ran. Ja, da gibt es Titan richtig hier. Das ist ein richtig gutes Schiff, was wir da zerlegen. Das lohnt sich, ne? Komm schon, den dickeren auch da. Ja, einfach weitermachen, ne? Jetzt bräuchte man doch so ein Automatikding wieder, ne? Hätte Vorteile. So, da sind noch zwei Teile. Da haben wir den richtig gut zerlegt. Da wären noch zwei kleinere jetzt. Dann haben wir den eigentlich sogar komplett gekriegt, ne? Lohnt nicht. Lohnt nicht. So, das ist eine Station oder was auch immer ist. Wo sind noch Wrackteile? Ist das noch ein Wrack? Ja, dann gehen wir da hin. Und holen wir den. Jetzt sind wir natürlich ziemlich schnell unterwegs. Müssen wir mal abbremsen.
Gut, aber ich sag mal, dieses Wrackteil, das baue ich dann offline ab und wenn da noch eins sein sollte, dann das auch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.